Moin zusammen, weiter geht's mit This War of Mine. Wir sind im Tag 5 angekommen. Ja, Katja wird jede Nacht zum Plündern rausgeschickt. Sie hat 12 Inventarfächer. Ich hoffe ja auf einen Rucksack, also auf einen größeren, dass sie einfach mehr tragen kann. Wir wurden ausgeplündert. So, Marin geht es offensichtlich nicht gut. Er könnte ein paar Tabletten vertragen. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie schien nicht sehr entschlossen zu sein und wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Cool. So, Katja ist hungrig und sehr müde. Sie geht direkt pennen. Rika geht auch direkt pennen. Und Marin, der Handwerker, hungrig, krank und müde. Warte mal, dann geht sie nicht pennen. Sie ist einfach nur ein bisschen müde. Sie kocht Essen für ihn. Er nimmt Tabletten. Und dann gucken wir mal, was wir bauen können. Wenn wir nichts bauen können, geht er direkt pennen, damit er sich langsam mal auskuriert. Und es ist verdammt kalt in der Butze. Zwei kann ich auch hier. Nee, ich brauche Gemüse für doppelte Mahlzeit. Dann kocht sie zweimal Essen. Brennstoff ist auch bald alle, wie ich gesehen habe. So, das ist die richtige Dosis für heute. So, dann wird es Zeit, die Axt zu bauen. Sie pfeift sich was zu essen rein. Das reicht erstmal. Soll ich kurz mal ins Inventar schauen? Brennstoff wird weniger. Verbrauchsgüter haben wir noch, Wasser haben wir noch, Waffenteile, Baumaterialien. Ich müsste eigentlich mal in einen anderen Bereich. So, die Axt. Dann bau mal. Ich guck mal kurz, was ich noch bauen könnte. Ich baue es natürlich nicht, sondern Marin dann. Bretterverschlag. Okay, den macht er gleich auch noch. Ja, was kostet er? 10. Sofa. Da hast du die Frage, ne? Was bauen? Ich gebe es auf die Knochen. Wir müssen schnell etwas heizen. Ach so, genau, das kann sie schon mal machen. Lässt sich bei dieser verdammten Kälte, Kühle sicher erkälten. So, heiz den Ofen an. Kann ich den ausbauen? Nein, kann ich nicht. So, kann er noch was bauen? Nein. Da nicht, hier schon. Ja, Bretterverschlag. So wie das hier zieht, ist auch kein Wunder, wenn man krank wird. So, ich kann mit ihr aber schon mal los und den kleinen Tisch hier kaputt machen. Ich habe etwas für dich. Okay, Katja, sieh zu. Rika kloppt uns den Tisch klein, dann haben wir noch ein bisschen mehr Holz und Brennmaterial. Katja muss nach oben und sie muss ans Holz. So, fünfmal Holz, dreimal Brennstoff. Dann können sie eigentlich gleich mal nach oben ihnen Gesellschaft leisten. Oh, ich glaube, er hat Fieber. Dann geh mal ins Bett. Yep. Hallo, bist neu hier, oder? Hallo Nachbar, du bist nicht von hier, oder? Ich bin hier, um dir zu sagen, dass eines der Häuser in der Nähe verlassen ist. Die Eigentümer haben die Stadt verlassen, als das noch möglich war. Wenn du mir hilfst, reinzukommen, könnten wir etwas Wertvolles finden. Was sagst du dazu? Wart mal eine Sekunde. Also ich weiß, in der letzten Runde, da habe ich da eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht mit Pavel. Der ist mitgegangen und dann gab es irgendwie ein paar Sachen, aber es kann natürlich auch schlecht ausgehen, ne? So, Marin. Oh, warte mal. Er holt sich erstmal eine Suppe und geht dann ins Bett. So, er hat ja die Baustelle angefangen, dann kann jemand anders das zu Ende bauen. Katja ist sehr müde und muss ins Bett. So, ich werde dann mit Arika, werde ich mitgehen. Mal gucken, wie es aussieht. Marin hat gegessen, er geht jetzt pennen. So, ja. Na dann los. Ja, mal gucken, wie es ausgeht. Man weiß es nicht.
Vielleicht geht's gut, vielleicht geht's schlecht. Hungrig und sehr müde. Ja, wir haben auch nichts mehr zu essen. Wir müssen dringend was finden und unsere Falle hier auch. 9 Grad. Er ist auf Medikamenten und erholt sich. Mehr können wir nicht tun. Die Runde wird beendet. Die Nacht tritt herein. Er pennt. So ist jetzt die Frage: Gehe ich nochmal zum Wohnblock und hol mir die Reste und hacke irgendwie noch Holz klein? Oder gehe ich irgendwie in ein baufällig besetztes Haus? Oder ich bleibe zu Hause und sie hält Wache. Ich weiß es nicht. Kann wegen Schnee nicht hin, große Menge Materialien, eine Menge Waffen. Ja, ich gehe nochmal zum zerstörten Wohnblock. Wir hacken die Möbel klein, holen uns Brennholz und Holz. Das geht uns nämlich langsam alles aus, sonst erfrieren wir. Hier das Beil dabei. So, und wie immer starte ich ganz oben und dann hacken wir uns nach unten. So, und dabei sollt ihr, glaube ich, auch warm werden. Einmal 2 Stockwerke hochlaufen und dann mit der Axt arbeiten. Ich glaube nicht, dass man da anfängt zu frieren so schnell. So, schön. Ordentlich was ist dabei. Da ist nichts, was ich klein hacken kann. Nee. Oh, okay. Rutsch nicht aus, tut dir nicht weh. Dann in den letzten Raum. Ich hätte gedacht, hier wäre noch mehr zu zerhacken. So. Ich will eigentlich nicht nochmal wiederkommen müssen für so ein bisschen Gedöns hier. Das eine Brett ist alleine, das lasse ich hier. Den Zucker nehme ich mit. Den Tabak nehme ich mit. Die Zigaretten nehme ich mit. Und die Munition nehme ich mit. Ich das Holz noch mit. Oder die Kräuter. Nee, ich nehme das Holz mit. Zur Not kann man daraus ja auch noch Brennstoff machen. Wenn ich, ja, ist egal. Man muss Prioritäten setzen. Den anderen Kram hätte ich natürlich auch mitgenommen. Aber das reicht. Wir können zurück zum Ausgang. Ja, bisschen Zucker, Tabak. So, Katja ist zurück. Tag 6. Oh, wir wurden wieder angegriffen. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie schienen nicht sehr entschlossen und sie haben nur geringfügigen Schaden angerichtet. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Okay, Marin geht's nicht gut. Er könnte Tabletten vertragen. Marin wurde verletzt, aber Angreifer haben nichts gestohlen. Okay, Katja hat den Kram mitgebracht und Arika den hier. Krank, erholt sich, leicht verletzt und ich habe keine Medikamente mehr. Hungrig und sehr müde. Hungrig und sehr müde. So, er muss jetzt leider hoch. Die Mädels gehen ins Bett. Und er guckt mal, was er noch machen kann. Vielleicht kann ich noch mal den Bretterverschlag ausbauen. Aber ich glaube, mir fehlen diese Bestandteile. Nee, gucke mal. Das mache ich. 3 Grad nur. Grad ist echt nicht warm, ey. Ich hoffe ja, mit dem letzten Bretterverschlag hier. Oh, die Ratten sind da. Das ist gut, dann haben wir zumindest ein bisschen Essen. Es ist nur eine Schramme. Ja, wenn es so eine Schramme ist, dann brauche ich mich auch nicht verarzten, hoffe ich jedenfalls.
hat Hunger. Ja, das haben sie alle. In der nächsten Nacht muss ich auf jeden Fall woanders hin. Ich muss Essen finden. Wenn ich Glück habe, kommt hier ein Händler noch mal rum, aber ich glaube eher nicht. So, ran an die Falle. Ein brennendes Gefühl im Hals. So, zweimal Fleisch. Ich fütter das Ding mit Dünger. Dann kann er hier nochmal den Schrank zerkloppen. Für Brennstoff und Holz. 6 Grad. So, siebenmal Holz und viermal Brennstoff, das ist gut. Ab nach unten. Er geht Essen kochen. Einmal Essen. Nee. So, ich mache uns einmal Wasser. Ich hoffe mal, dass er das Haus noch weiter abdichten kann. So, zweimal Essen kochen, bevor es geklaut wird. Hungrig, krank, leicht verletzt. Hungrig und sehr müde, die beiden Mädels. So, und ab nach unten. So, ich muss mal gucken, was ich noch bauen kann. Sein Magen knurrt, ja, ich weiß. Bestandteile brauche ich ganz viele. Und die kriege ich gerade nicht. Aus den letzten mache ich mir noch mal einen Wasserfilter. So, hungrig und müde, hungrig und müde. Zehnmal Holz, das ist gut. So, er wird sich mal mit Arika abwechseln. Er muss ins Bett. Arika nicht unbedingt gerade. Achso, da war ja was. Ich lausche noch mal ins Radio. Tag 6. Einige unserer Zuhörer berichten uns, dass das Militär gegenüber Zivilisten Gewalttaten verübt haben soll. Der Pressesprecher des Militärs streitet das ab. Ja, ist so die Frage, ob das Militär gut oder schlecht ist für uns. Für ein weiteres Bett, damit alle drei sich irgendwie mal ausruhen können, brauche ich leider noch ganz viele Bestandteile. Ein Sessel, ein bequemes Möbelstück. Wenn du dich mit einem guten Buch hineinsetzt, kannst du fast vergessen, dass Krieg herrscht. Ja, den bräuchte ich auch. Das wäre für die Moral noch sehr wichtig. Und der Ofen. Boah, noch ein Heizgerät, ey. Schweineteuer. Meine Leute frieren, werden immer kranker. Ich sollte aufgrund letzter Nacht ausschlafen. Ja. Setz dich mal hin. Katja muss pennen. Und er muss sich erholen. So, dann beenden wir den Tag. So, an das Gebäude gehe ich nicht mehr rein. Militärstützpunkt oder baufällig besetztes Haus. Obdachlose hatten sich schon lange vor dem Krieg dort niedergelassen. Sie mussten schon immer mit dem Mangel an Nahrung kämpfen. Ich frage mich, ob sie die jüngste Nahrungsknappheit überlebt haben. Wir können dennoch erwarten, interessante Sachen in den Verstecken zu finden. Jo. Katja geht wieder plündern, hat ihre 12 Inventarfelder. Arika hält Wache, während Marin sich weiter ausruht. Vorbereiten. Ja. Also ich muss auf jeden Fall. Ich nehme gar nichts mit. Zu Not gehe ich nochmal einen zweiten Tag hin, falls ich irgendwas aufknacken oder zerhacken muss.
Und wenn es nur die Obdachlosen sind. Nein, Spaß mache ich natürlich nicht. Nicht so wie mit Marco die Geschichte. Ich glaube, das Haus kenne ich. Da war ich doch auch schon mal in so einem. Yes. So. Das ist gut. Das ist richtig super. Richtig schön viele Bestandteile. So, Holz habe ich ganz viel. Wasser brauche ich auch nicht gerade unbedingt viel. Zur Not schmelze ich mir noch ein bisschen Schnee. Auf jeden Fall würde ich gerne noch einen Kühlschrank finden. Komme ich hier durch? Kann ich da? Nee, lässt sich nicht öffnen. Da ist keiner. Schon mal den Rückweg hier öffnen. Da oben ist ein Gitter. Und noch ein Schutthaufen. Und da ist nichts. Dann gucke ich mir mal den Schutthaufen an. Ein Feld habe ich noch frei. Ja, hier brauche ich noch mal ein Sägeblatt für. Wasser und Holz. Nee. Dann gucke ich hier noch mal weiter. Im Brief steht: Liebste Mascha, ich habe bei den Obdachlosen Unterschlupf gefunden. Ich bin kein Lehrer oder Künstler mehr. Ich bin jetzt einer von ihnen. Es gibt nicht viel zu essen. Einige meiner Freunde haben uns deswegen bereits verlassen. Aber mach dir keine Sorge. Sobald ich mit meinem Gemälde fertig bin, werde ich mir eine geeignete Zuflucht suchen. Ja, hier waren wir vorhin schon mal. Hier unten ist wahrscheinlich der Obdachlose. Und da ist sein Bild, wenn er das gemacht hat. Ist, der das gemalt hat. Das Bild ist wahrscheinlich vor kurzem gemalt worden. Reich aussehende Leute sitzen gemeinsam inmitten eines übersäten, zerstörten Gebäudes. Irgendeine Metapher nehme ich an. Nett, nett, nett. Das hat sich richtig gelohnt an Materialien. Ich mache mal den Weg hier hinten auf. Vorher gucke ich da noch mal rein. Vielleicht liegt da ein Schmuckstück noch zwischen. Guten Abend, meine Dame. Ich bin sehr hungrig. Können Sie mir helfen? Ich kann mal gucken. Achso. Ob ich ihm Wasser und Zucker geben kann, ob er damit was machen kann. Nee. Bestandteile, was willst du? Wenn ich nicht etwas esse, ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Ja, Grisha, tut mir leid. Ich würde ihn eigentlich gern mit in die Gemeinschaft aufnehmen. Dann könnte er uns helfen. Wache stehen, irgendwas bauen. Dann nehme ich die Bestandteile mit. Es ist demütigend, aber ich bin gezwungen, um Hilfe zu betteln. Ja, aber ich habe leider nichts für dich. Vielleicht können Sie mir beim nächsten Mal etwas Essen vorbeibringen. Das versuche ich mal, aber ich glaube, ich habe selber ja nichts mehr. So, Katja ist zurück. Tag 7. Wenn ich Glück habe, kommt ja der Händler gleich. Heute Nacht habe ich sehr gute Beute gemacht. Sieht mal, was ich bekommen habe. Wir wurden schon wieder ausgeplündert. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Es waren nur ein paar Plünderer und wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Keiner uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Sehr gut. Das Mädel hier, die Arika, die ist richtig gut im Verteidigen. So, sie ist sehr hungrig, geht essen. Er ist nur hungrig, wo ist er? Hungrig, krank, erholt sich. Junge, nix Erholung. Sie ist sehr müde. Er muss ranklotzen.
Er ist unser Handwerker. Ja, ihr Magen knurrt, ich weiß. Sie ist traurig auch noch. So, jetzt geht's nämlich los, dass die Leute auch irgendwie depressiv werden. So, ich könnte noch mal ein Bett dazustellen. Noch mal verbarrikadieren kann ich nicht. Was baue ich zuerst? Die Kräuterwerkstatt wäre eigentlich nicht schlecht. Dann könnte ich Kräutermedizin herstellen, vielleicht. Oder noch einen weiteren Ofen. Ja, ich mache noch mal einen Ofen. Ist nur die Frage, wo ich den hinstelle. In die Küche oder hier mit rein oder zum Arbeitszimmer. Nee, kann ich gar nicht. Da könnte ich den Ofen hinstellen. Oder hier irgendwie rein zum Radio. Dann kommt hier später irgendwie noch ein Sessel dazu, wo sie dann lesen können. Und dann ist es auch nicht so weit für ihn. Hungrig, traurig. Ich kann den Obdachlosen nicht vergessen. Ich frage mich, ob er überleben wird. Ja, ich hoffe, dass noch mal ein Händler kommt in der Folge. Oder die Rattenfalle hier voll wird. Bis dahin haust du dich aufs Ohr. Ich kann ihm nichts mitbringen. So irgendwie, weiß ich nicht. Düngemittel, Biomüll kann ich ihm auch nicht andrehen. Weiterbauen. Obwohl, er hat ja die Baustelle gelegt. Rika baut das mal zu Ende. So. So, dann baue ich noch die Kräuterwerkstätte. Oder erst noch mal ein weiteres Bett. Dann können wir uns hier irgendwie mal alle aufs Ohr hauen. Ist ja auch irgendwie sehr trostlos. Die haben hier einen Ofen und alles. Aber ich kann hier eigentlich das Bett hinstellen, die Tür aufmachen. Mache ich das mal. Ich hoffe ja, die Baukosten ändern sich jetzt nicht, weil er das hier angefangen hat und sie aber zu Ende baut. Katja, sehr cool. Ich habe etwas, das Ihnen gefallen wird. So, ab hin da. Sie baut hier weiter, er baut da. Und Katja geht handeln, wenn das ein Händler ist. Hoffe ich jedenfalls. Ich bin nicht bewaffnet, ich will nur handeln. Also, ja. Auf jeden Fall eine Konserve. Dann gehe ich noch mal zum Obdachlosen und hoffe, dass sie ihr Gewissen dadurch beruhigt, weil wir ihm was zu essen gegeben haben. Dann brauche ich auf jeden Fall noch Medizin. Ich bräuchte noch Waffenteile. Und das ganze Essen. Ich weiß nicht, wann die nächste Ratte zubeißt. Ich kann auch hier eigentlich nochmal Fleisch mitnehmen. Aber er will auch was dafür haben. Hätte ich nicht. Ja, guck mal. Das ist doch wohl ein Scherz. Das ist nicht genug. Er braucht bestimmt so Wasser. So, Zigaretten. Das ist nicht genug. Zucker. Ich gebe ihm auch noch mal einen Dietrich mit. Oder zwei. Boah, okay, das wird schweineteuer. Und ein Wasserfilter. Immer noch nicht. Okay. Die Waffenteile lasse ich. Die Medikamente sind einfach zu teuer. Sonst. Ah, das reicht nicht. Versuchen Sie es nochmal. Sehr großzügig von Ihnen, ja. Dann kannst du aber den Wasserfilter vergessen. Und einen Dietrich. Nee. Den Dietrich möchte er unbedingt haben. Das reicht nicht. Material, Bestandteile habe ich eigentlich noch genug. Holz haben wir auch noch ein bisschen. Zur Not kann ich auch noch die Möbel klein hacken. Ich gebe ihm mal, was gebe ich ihm noch? Eine Bandage eigentlich ungern. Wird verwendet, um Wunden zu verbinden. Ich gebe ihm noch mal ein bisschen Zucker mit.
So. Zwei Dietriche, die Zigaretten. Ich müsste diese Werkbank noch bauen, dann kann ich selber Zigaretten drehen und dann habe ich was zum Handeln. Die Medikamente für Marvin oder wie er heißt, sind auf jeden Fall sehr teuer. Und die Dose halt für den Obdachlosen. Ja, schauen Sie nur, ja, nee. Fühlt sich krank, er muss sich ausruhen. Gut, hinlegen. Sie können sich den Ofen anfeuern. Und du gehst ins Bett. So. Voll machen, voll machen. Sie ist auch sehr müde, das ist schlecht. Er ist eigentlich nicht müde, er ist einfach nur krank. So, sie baut sich das Bett fertig und dann schmeißt sie sich da auch rein. Hungrig, 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 traurig. Wenn es so kalt ist, wird man leichter krank. Ja, das stimmt. Nein! Ich habe mich verklickt. Ich habe den Bau abgebrochen, das wollte ich nicht. Er wird ihm schlechter gehen, wenn er keine Medikamente holt. Ja, okay, dann nimm erstmal die Medikamente. Macht nichts, wenn es schnell geht. Dann platzierst du nochmal das Bett, was Katja sich dann zu Ende baut. So, und sein Magen knurrt. Ja, nützt nichts. Die Dosis für den Obdachlosen. Ja, doch. Er holt sich noch die Mahlzeit. Und dann aber das Bett noch bauen. Das reicht erstmal. So, ich hoffe, ich habe die Materialien zurückbekommen. Wenn nicht, habe ich ein Problem. So, runter und bauen. Krank auf Medikamenten. Sie ist sehr müde und hungrig. Und sie ist nur müde. Wenn es so kalt ist, wird man leichter krank. Ja. So, diesmal klicke ich auf ihn. Ich habe ein brennendes Gefühl im Hals. So, dann fleht sich hin. Wir haben 13 Grad. Also, man muss tatsächlich mehr Öfen bauen. Jetzt pennen sie auch alle bis zum Abend. Kleines Wohnhaus. Nee, da war ich, ne? So, Katja geht da nochmal hin. Sie steht Wache, er pennt. Große Menge Materialien, eine Menge Waffen. So, Katja. Vorbereiten, Essen einpacken. Und nee, sonst nehme ich nichts mit. Da lag ja noch genug Holz und Materialien rum. Die packe ich alle ein. Und dann hole ich auf jeden Fall ganz viel Baumaterial. Es wird langsam wärmer in der Putze. Man scheint anscheinend wirklich einfach nur mehr Öfen zu brauchen. So, als erstes flitze ich hier mal durch. Lässt sich nicht öffnen. Hab ich die nicht aufgemacht? So. Irgendetwas muss sie. Bleiben. Okay. Entschuldigung. So, er ist so dankbar. Sie sind ein guter Mensch. Ich gebe ihm das Essen. Damit sollte ihr Gewissen beruhigt sein. Auf jeden Fall wieder schön viel Bestandteile. Zucker, Wasser lasse ich erst noch mal da. Er ist ihnen sein. Kommen Sie mit. Oh. Er ist dankbar, weil ich ihm Essen gegeben habe. Okay, cool. Damit sollte ihr Gewissen definitiv beruhigt sein. Ich bin mal gespannt, wo er uns hinführt. In den Keller. Schauen Sie, dort ist etwas Sonderbares hinter den Fässern. Okay, cool. Das konnte ich vorhin noch nicht sehen. Ah, reines
keiner Alkohol. Den brauche ich für diese Werkbank, um mir selber Verbandmaterialien und Medikamente herzustellen. Und dann noch ein Schmuckstück. Sehr cool. Noch einmal vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Das habe ich beim letzten Spiel nicht gemacht. Ich gucke nochmal, was ganz oben ist. Ansonsten, ja, hier brauche ich auf jeden Fall noch meine Säge. Und ansonsten, ja, komme ich das nächste Mal mit der Säge wieder. Wenn ich dann eine bauen kann. So, Wasser und ganz viel Holz. Ich nehme mal so viel mit, wie ich tragen kann. Den Rest bringe ich nach unten. Dann habe ich beim nächsten Mal nicht so einen ganz so weiten Weg zu laufen. Hier war, glaube ich, auch noch Wasser drin. Yes. So, ab nach unten. Zack, was war da? Noch mehr Wasser und Bestandteile. Gut, dann lasse ich das Wasser hier. Bestandteile nehme ich mit. 2, 4, 6, 8, 10 mal Holz. 4, 8, 12, 16, 20 Bestandteile. So, nehme ich lieber noch mal ein bisschen mehr Holz mit. Da ist zugeschlossen. Achso, und hier mache ich mal auf. Ein paar lose Bretter. Ich könnte sie mühelos entfernen. Jupp. Mal sehen. Hey, hey, hey. Weg von meinem Schutt hier, Junge. Ich weiß, Brauchbares finden. Ja, Wasser wäre eigentlich nicht schlecht für ihn. Mal gucken, was hier noch bei liegt. Zucker und Holz. Okay. Ich denke, das war's. Der Rucksack ist voll. Rein Alkohol und einen Schatz mitgenommen. Das schreit nach dieser Kräuterwerkstatt. Ich hoffe mal, dass Marin jetzt fit ist wieder. Der hat einige Baustellen vor sich. Katja ist zurück. Und Tag 8. So, das waren wieder ein paar Tage. Halbe Stunde durch. Geht gleich weiter. Viel Spaß weiterhin. Und ciao.